Hallo meine Genussfreunde, heute geht's ans dritte Rezept von unserem Kürbis-Dreierlei. Wer mir jetzt verfolgt hat, der weiß, vor kurzem hat es die leckere Lasagne gegeben mit einer Geheimzutat und Knödelchen und die aus dem Googlix. Mega Rezepte, die wirklich auch gut von euch angenommen worden sind und das freut mich extrem. Und deshalb schieße ich das dritte jetzt gleich nach und zwar eine feine Kürbissuppe. Kürbiscremesuppe und da ist ein bisschen eine Sache drinnen, die ich dann im Video gerne erläutern werde, warum ich die rein tue. Und dann starten wir auch schon, weil wir keine Zeit verlieren. Wir machen unsere cremige Suppe. Es ist kalt draußen, es wird immer ungemütlicher. Ich finde zwar, Suppe geht fast eigentlich das ganze Jahr, für uns auf jeden Fall. Und so eine Kürbissuppe, die erwärmt einfach die Seele, finde ich. Also das Herz und alles. Und wir starten mit Zwiebel und Knoblauch. Zwiebel und Knoblauch kommen einfach in den Mixtopf. Und die werden jetzt für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, wir schieben jetzt einfach mal alles mit dem Spatel nach unten. Und jetzt geht es ans Anrösten. Wir geben dazu das Olivenöl. Dann hole ich mir mein Wufu zur Hand und das Wufu setzt einfach statt den Messbecher ein. Und jetzt wird das Ganze für 3 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 angedünstet. So. Im weiteren Verlauf geben wir dazu Kürbis und Kartoffel. Einfach damit ab in den Mixtopf. Wichtig, Deckel drauf und jetzt auch wieder den Messbecher einsetzen und das Ganze wird für 6 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt einfach einmal da um den Rand herum fahren und die restlichen Zutaten zugeben, bis auf Milch und Sahne, die kommen dann ganz zum Schluss mit rein. Und jetzt kommt meine kleine Geheimzutat, erst einmal Wasser. Ganz wichtig. Achso, hoppala. Dazu kommt ein Schuss weißer Balsamico-Essig. Warum? Balsamico-Essig oder generell Essig rundet den Geschmack von Kürbis ab. Die Kürbiscremesuppe ist an sich so ein bisschen gesund und ja, und Kürbis und so, aber so ein bisschen schwer. Und das wird abgerundet durch diesen weißen Balsamico-Essig. Warum ich das jetzt weiß, woher ich das jetzt habe, warum ich das jetzt weitergeben möchte. Es ist ja so, ihr Lieben, ich bilde mich immer wieder stetig fort. Das heißt, einfach so parallel zu dem, was ich da für euch so an Content biete, lese ich mich in Studien, schaue mir einfach sehr viele Profikochs, schaue mir sehr viele Profiköche an, einfach um meinen Horizont einfach immer noch größer und weiter zu machen. Und alles geballte Wissen, das ich da so zusammensammle, das kriegt ihr. Ob das jetzt eben einfach Zutaten sind oder eben Dinge, die einfach ein Gericht nur mal ein bisschen verändern können und nur mal einen anderen Geschmack ein bisschen rausholen können, all das und noch viel mehr kriegt ihr eben hier bei mir. Drum unbedingt den Kanal abonnieren und folgt mir, damit ihr davon auf jeden Fall profitieren könnt. Was habe ich jetzt an Gewürzen damit reingepackt? Ihr habt Paprikapulver mit drinnen, ihr habt Kumin drinnen. Kumin ist einfach so ein bisschen das Orientalische, das was ich einfach voll gern auch da rein mag. Der Zimt, der rundet das dann auch nochmal ab mit so einer feinen Note. Wir haben drinnen Salz, Pfeffer und den Kürbis Allrounder von Just Spices. Ich kann euch den echt nur ans Herz legen. Holt euch den auch jetzt, weil den gibt es immer nur eine begrenzte Zeit. Wenn den Kürbis Allrounder nicht jetzt, wann dann? Es ist jetzt die Kürbiszeit. Es kriegt von jeder Ecke werden Kürbisrezepte auf euch eintrudeln. Und jeder, der Kürbis mag, braucht dieses Rezept bei sich zu Hause. Das könnt ihr wirklich für alles verwenden, was mit Kürbis zu tun hat. Überall, ob das der Flammkuchen ist, ob das die Kürbis im Speckmantel aus dem Ofen sind, die Lasagne, die Suppe, die Knödel. Völlig egal. Das ist das bestinvestierteste Gewürz, glaube ich, das es aktuell geben kann. Und mit meinem Code JustKocheule könnt ihr aktuell 5 Euro auf eure Bestellung holen. Das heißt, spart euch die 5 Euro. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, also ich kann es euch nur empfehlen. Und das macht auch die Suppe, ja,
besonders. Ist so. Der Geschmack ist besonders. Ich sage euch aber jetzt, trotz allem kriegt sie von mir unten natürlich immer Alternativen. Und ihr seht, es ist da drinnen Salz, Zwiebel, Knoblauch, Kurkuma, Paprika, Edelsüß, Ingwer, Kreuzkümmel, also Kumin, Chili, Koriander, getoastete Zwiebel und Zimt. Und von dem her kriegt ihr von mir einfach unten die Alternative, aber ich kann euch das Ganze nur ans Herz legen. Und da kommen zusätzlich nur meine Gewürze mit zu, also auch wenn ihr alternativ arbeitet mit den Gewürzen unten, gebt die Mengenangaben zusätzlich noch mit rein, die ich euch dazu geschrieben habe. So, und jetzt heißt es auch schon Deckel drauf. Flupp. Ja. Dann setzen wir wieder das WUFO ein, wer das hat. Ansonsten könnt ihr dann den Mixtaste verwenden oder den Gareinsatz aufsetzen. Und wir köcheln das Ganze für 13 Minuten auf 100 Grad Stufe 1. So, und jetzt noch zum Abrunden unsere Kürbis-Creme-Suppe, die soll ja noch richtig schön cremig und sämig werden. Und dafür kommen jetzt noch zu den leckeren Zutaten, die da schon drin sind, Milch und Sahne. Das mache ich auch mitunter aus dem Grund, damit der Essig jetzt nicht da unsere Milchprodukte zersetzt. Deswegen haben wir dann zuerst ein bisschen mitgekocht, nur so als Hintergrund. Und jetzt tun wir das Ganze einfach nur mal für 4 Minuten auf 100 Grad kochen, und zwar auf Stufe 1. Da möchte ich auch noch kurz was sagen, wichtig jetzt auch bei One-Pots, bei generell so Suppen, bei allem, wo ihr Sahne verwendet. Da ist einfach der Thermomix für uns wieder eine Riesenhilfe, weil die soll nicht über 100 Grad kochen, ansonsten brennt sie das rein. Das heißt, in einem Topf, wenn was köchelt oder kocht, da ist es hier ziemlich schwer zu wissen, hat das jetzt 100 Grad, hat es 120 Grad, hat es 130 Grad. Von dem her ist das einfach eine super Sache mit dem Thermomix. Und ja, das ist einfach so eine wichtige Info nur für euch. Schaut einfach immer drauf, dass immer, wenn die Sahne drinnen ist, dass ihr euch bei maximal 100 Grad befindet, damit euch einfach am Ende nicht irgendwas unschön am Boden anbrennt. Das können wir super easy verhindern. Jetzt heißt es nur noch kurz warten, pürieren und fertig ist unsere Suppe. So, wir sind so gut wie am Ende angelangt und jetzt wird unsere Suppe nur noch püriert. Und zwar setzt sie wieder ganz wichtig den Messbecher ein. Und das wird jetzt für 45 Sekunden von Stufe 5 bis 9 ansteigend püriert. Fertig ist unser Ergebnis von dieser köstlichen Cremesuppe. Ein ganzer Topf voll. Und die duftet, ich sag's euch, da soll ich nur mal jemand sagen, da kriegt man nicht viel Suppe aus diesem Thermomix. Huhuhu. Und da füllen wir uns jetzt einfach was um. Et voilà. Dann kommt da ein Klecks Sahne drauf. Ich habe die einfach vorbereitet. Ich habe da nur so von früher ein Utensil zum ganz schnellen Aufschlagen von Sahne. Das liebe ich ab und an mal so. Wenn es ganz schnell gehen muss, macht dann zwei so Art kleine Nockelein da rein. Da positioniere ich dann ein paar Kürbiskerne drauf. Kürbiskerne sind sehr gesund, übrigens für Männer und die Prostata, gell, aber auch für uns Frauen, aber trotzdem. Ein bisschen Kürbiskernöl. Und fertig ist diese extrem köstliche, wärmende Suppe für den Herbst. Somit habe ich jetzt das Kürbis-Dreierlei abgeschlossen. Ich habe da nur eine Idee gehabt, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, kommt bald. Unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, folgt mir für mehr. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste gemeinsame Video. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen. Tschüss!